Danke für eure netten Frotzeleien. Ich habe mir doch einiges anhören bzw. durchlesen müssen unter den letzten beiden Folgen. Scheint, dass ihr euren Spaß habt, aber dass ihr nicht nur mit mir lacht, sondern auch über mich. Das mag man ja eigentlich nicht so ganz gerne, aber als Let's Player muss man, glaube ich, sowas bereit sein einzustecken, denn man macht sich ja auch gerne über andere lustig. Ich weiß, es ist ein Solo-Let's Play. Ich weiß, es kommt sehr ungewollt komisch herüber, wenn es faktisch ein Let's Play Together ist mit dem KI-Erzähler. Mit dieser Stimme aus dem Hintergrund, der Geisterstimme, die die Entwickler reinprogrammiert haben und die Texter befüllt haben, mit jeder Menge Witzchen. Teilweise sehr geschmackvoll, mit wechselndem Niveau, aber durchaus so, dass es einige von euch zur Erheiterung bringt, erst recht deshalb, weil der mir immer dazwischen fährt, in die Parade und über mich drüber quatscht und mich zum Schweigen bringt, obwohl ich ja eigentlich der Meinung bin, ich hätte so viele und ungeheuer geistreiche Sachen euch mitzuteilen. Haha. Zweite Vorbemerkung will ich auch noch unbedingt loswerden, bevor wir hier mit der Kampagne weiterspielen. Ich hatte in der ersten Folge bereits erwähnt, das ist natürlich nicht die finale Version. Das Spiel wird im April erst erscheinen. Jetzt einen Monat vorher im März ist tatsächlich vieles hier keineswegs final. Das fängt mit Kleinigkeiten an wie Balancing, dass das nicht perfekt ist, dass noch Bugs drinstecken und so weiter. Ich habe mir eine Liste durchgelesen und studiert, die ich von den Spielefirmen bekommen habe, von all den Punkten, auf die die uns, also mich und damit auch euch als Zuschauer, explizit hinweisen, was hier noch nicht final ist, woran noch gearbeitet wird. Balancing, Bugs. Des Weiteren, ganz wichtig, beim Gefechtsmodus hatte ich ja darauf aufmerksam gemacht, dass hier nur 3 Karten zu Beginn verfügbar sind und hatte die Vermutung geäußert, da kämen sicher noch welche dazu. Ja, es werden welche noch dazu kommen, habe ich jetzt auch als Bestätigung von den Entwicklern. Dann, es wird noch mehr Soundeffekte geben. Das fiel mir beim Spielen auf, dass das bisweilen noch ein bisschen eindeutig ist, vor allem etwas eintönig ist, vor allem die Kampfgeräusche, dass sich da vieles wiederholt und dass da die Variabilität noch fehlt, das wird sich definitiv ändern und es wird auch noch mehr Musikstücke geben. Was ich dann noch sehr wichtig und praktisch finde, es gibt ja immer diese Events, die rechts aufploppen, diese Meldungen, diese Textmeldungen mit kleinen Buttons, wo man draufklickt und die irgendwann auch wieder verschwinden. Und wenn man nicht schnell genug draufgeklickt hat, dann geht eventuell die ein oder andere wichtige Meldung auch mal flöten und für immer verloren. Das wird nicht so bleiben. Es wird also noch ein Button eingeführt werden im Menü und wenn man da draufklickt, dann kann man alles nachlesen, was an Zufallsevents oder an Textmeldungen bislang im Laufe einer Partie schon alles angezeigt worden ist und angeblich auch die Dialoge, was ich mir eher horrormäßig vorstelle, dass ich mir das Gewäsch des KI-Erzählers nochmal durchlesen müsste. Das grenzt ja schon an Folter, wenn ich gar an Gehirnwäsche. Dann wird es noch viele weitere Einstellungen geben im Optionenmenü. Das hatte ich ja euch eingangs der ersten Folge gezeigt und gesagt, ja, das ist nicht so wahnsinnig viel, ist es auch nicht, soll aber noch mehr geben, insbesondere beim Audio, beim Ton und bei der Grafik wird es noch viel, viel mehr Einstellungen geben, damit ihr als Spieler euch das persönlich so einstellen könnt, wie ihr es gerne hättet, von der Grafikqualität her, in Verbindung auch mit dem Tempo, mit der Rechenleistung eures PCs. Und dann zu guter Letzt noch, und das finde ich unglaublich praktisch, euch ist vielleicht aufgefallen, in der letzten Folge, die ich hatte, wenn die Helden reinkommen in den Dungeon und man die eigenen Einheiten alle mühsam aufpicken muss, man klickt jeweils auf eine und dann auf die nächste und auf die dritte und dann auf die vierte und die kleben dann am Mauszeiger weg. Da kann ganz schön viel Zeit vergehen. Und je fortgeschrittener eine Partie ist, dann kann es sehr, sehr lange dauern, bis man alle Truppen eingesammelt hat. Da wird es in Zukunft einen Shortcut geben, wenn man auf Shift drückt und auf die Umschalttaste oder vielleicht auf einen anderen Key, da wissen die Entwickler noch nicht ganz sicher, welchen sie nehmen werden, dann kann man alle auf einmal nehmen. Also alle kampffähigen Einheiten, die werden auf einmal eingesammelt und kleben dann am Mauszeiger und an unserer Hand des Bösen dran. Und was auch sein wird, dass es gibt ja die Unterwelt und es gibt die überirdische Welt, die Welt oben, also die ganz normale Spielwelt und da wird man dann auch Möglichkeiten haben, einzelne besser anklicken zu können und einzelne Einheiten besser steuern zu können. Und andere Komfortfunktionen noch haben, um die Einheiten einfach besser bewegen zu können auf dieser Spielebene. Und eine lange Liste weiterer Sachen. Doch jetzt stürzen wir uns in Game. Einzelspieler, Kampagne
Wollen wir fortsetzen? Die ersten beiden Missionen hatten wir. Das war die Schlacht um Königsschlund. Ein Neuanfang. Und jetzt mache ich noch das hier mit euch. König Robert muss sterben. Nachdem sich das ultimative Böse aus den Tiefen befreit hatte, reiste es, an den Thron gefesselt und mit der tragkräftigen Unterstützung seiner Schnodderlinge weiter. Tragkräftig? Ich glaube, die meinen irgendwas anderes. Auf jeden Fall reist das ultimative Böse weiter, um schreckliche Rache an denen zu nehmen, die ihm das angetan hatten. Sein erstes Ziel war der Paladin Robert, mittlerweile König der Allianz. Er hatte sich auf sein Jagdschloss zurückgezogen. Dort war er die perfekte Zielscheibe. Prima. Ladebildschirm, auch die Ladebildschirme sollen sich noch verkürzen. Es soll schneller möglich sein, dass Spielstände geladen werden, steht ebenfalls in der Liste drin. Und andererseits entgeht uns dann diese nette Gestalt, dieser Schnodderling, der uns hier so entgegenlacht mit seinem einen Zahn. Das sind ja die mickrigen kleinen Einheiten, die auf Gedeih und Verderb uns ausgeliefert sind und die wir herumscheuchen. Wandelte König Robert zumeist im Garten seines Jagdschlosses und rezitierte dort Gedichte. Bald würde sich seine Lyrik in Wehklagen verwandeln. Das rachsüchtige Böse dürstete schon danach, den König der Allianz zu bezwingen und sich seinen Kopf als Trophäe an die Wand zu hängen. Hoppla, ich meine natürlich im Hinblick auf die USK, dass es König Robert bald alle Kekse wegnehmen würde. Davor jedoch musste sich das ultimative Böse um seinen Dungeon kümmern, um eine kleine Armee aus ein paar Orks auch finanzieren zu können. Machen wir doch gerne und ich hoffe, wir machen es auch gut. Linksklick in den Dungeon, erstmal einen weiteren Schnodderling dazu holen. Und die anderen, die sind jetzt hier alle wieder nur am Anbeten, unfassbar. Die packen wir natürlich und was machen wir mit denen? Wo ist hier Gold zu gewinnen? Wo könnte ein gutes Versteck? Wo könnte womöglich irgendein Vorkommen sein? Wir suchen ja vor allem so ein fertiges Vorkommen. Hier könnte eins sein. So ein ständiges Vorkommen, wo die ewig dran basteln können und nicht nur hin und wieder. Hier links ist der Ausgang des Dungeons. Aha, von da werden die Helden gleich kommen. In der Schatzkammer haben wir noch ein bisschen Platz. Ich würde die Schatzkammer gerne da anlegen, wo wir auch so ein Goldstück in der Mitte haben, wo die ewig dran arbeiten können, damit die nicht so weite Wege haben. Was das aber, wo das sein wird? Hier, ist es das hier? War das so ein fertiges? Hier ist es, ganz genau, super, da ist das, prima. Dann nehmen wir das hier gleich. Machen wir hier drumrum eine Schatzkammer. So, ich glaube, bei der Schatzkammer ist es egal, wie groß die ist. Oh, wir müssen aufpassen, wir haben 500. Die Schatzkammer fließt übrig, wobei das, glaube ich, so ist. Eingeschränkte Böse nur auf Orks und Schnodderlinge zurückgreifen. Es gab Gerüchte, dass sich einige Goblins hier in der Gegend in einer Höhle versteckten. In dieser Spur würde das explorative Böse mit Sicherheit nachgehen. Das höre ich gerne. Goblins? Prima. So, und hier können wir jetzt auch die Schatzkammer machen. Dann müssen wir nicht so weit rennen. Die Schatzkammer war fertiggestellt. Schon bald würden die Schnodderlinge des raffgierigen Bösen diese mit Gold füllen. Du kennst doch die goldene Regel, oder? Wer das Gold hat, bestimmt die Regeln. Sehr schön. Und uns noch ein Schnodderling dazu. Aus dem Ratgeber Dungeon für Dummies. Berge bestehen nicht nur aus Felsen und Gestein, sondern können auch natürliche und künstliche Höhlen und Räume beinhalten. Diese sind meist mit Schätzen und Gefahren ausgestattet, um das Graben im Untergrund spannender zu gestalten. Wir müssten bald auch schon mal anfangen für die ersten Orks haben wollen, für die eine Braukammer zu errichten. Das sollte vielleicht hier sein, oder? Hier haben wir schon alles fertig angelegt. Ja, das lacht uns doch entgegen, klar. Dann sind die auch in der Nähe des Thronsaals, da könnt ihr den gut beschützen. Oder? Doch, ja, machen wir. Die erste Brauerei wurde fertiggestellt.
Schon bald würde hier Bier in Strömen fließen und Oktoberfeststimmung aufkommen. Würde das ein Braukessel? Böse dem Bierbaron Konkurrenz machen? Platz für den zweiten ist hier noch nicht. Machen wir hier noch ein bisschen größer, damit wir hier notfalls noch einen zweiten platzieren können. Falls notwendig. Holen wir uns noch. Wie teuer ist ein Stollerling? 100 Gold. Das ist eine Menge. Noch einen dazu, dann hätten wir noch zwei Bevölkerungspunkte für... Noch sechs Bevölkerungspunkte für drei Orks. Die verbrauchen ja jeweils zwei von denen. Schatzkammerbestand 1300. Sollten wir auch dran denken, dass wir die vielleicht noch ein bisschen größer machen hier. Das ultimative Böse machte es sich langsam im Untergrund gemütlich. Dies war zwar eine vernünftige Entscheidung, allerdings wartete dort draußen eine große und liebevoll gestaltete Außenwelt, die es zu zerstören galt. Das kriegslüsterne Böse hatte den ersten Ork angeheuert. Es folgte der alten Weisheit, Gewalt ist eine Lösung. Meistens sogar ja, in der Tat. Was kommen wir an Räumen? Bislang ist noch nicht viel freigeschaltet. Schatzkammer, Produktionsräume, Brauerei, mehr ist noch nicht da. Sollten also bald rausgehen. Und jetzt noch ein Ork. Ein weiterer Ork trat in den Dienst des militärisch versierten Bösen. Die Horde wuchs und gedieh. Schatz, kann man noch etwas größer machen? Und vielleicht sogar noch eine zweite Schatzkammer. Hier hinten. Damit die nicht so weit rennen müssen. Irgendwo in die Mitte. Hier zum Beispiel. Nein, da! Oh, das ist ja toll. Hier ist ja ein riesengroßes Vorkommen. Dann werden wir gleich hier noch eine Schatzkammer machen. Das stete Klopfen im Gestein hatte an der Oberwelt Gerüchte über einen neuen Dungeon aufkommen lassen. Eine Heldengruppe machte sich auf den Weg, um dessen Schätze zu plündern. Das ultimative Böse freute sich schon. Schnell noch ein Ork. Drei Orks. Die Zeit für einen Angriff schien gekommen. An der Oberfläche gab es ein kleines, kümmerliches Dorf, in dessen Schenke sich Abenteurer zusammenfanden und Mut antranken für ihren Besuch im Dungeon. Dieses musste zerstört werden. Und hier derweil in der Brauerei mache ich aber auch noch einen weiteren Braukessel. Sicher ist sicher. Jetzt packen wir uns alle Orks. Drei Stück haben wir. Einen. Zwei, drei, nehmen die, gehen rüber zum Eingang, werfen die ja ab. Und sind die in der Außenwelt? Da sind sie angekommen. Zeile einfügen. Hm? Ach so, das Skript ist noch nicht fertig. Dann gehe ich hier nochmal zur Schatzkammer und guck mal, damit wir uns ganz auf oben konzentrieren können. Ja, der sich damit auskennt. Okay, das sollte ja eigentlich genügen. So, hier sind die Herrschaften. Ah, was ist denn das da? Ein Bonus, den wir bekommen haben. Und weiter Richtung Westen. Euer Thronsaal wird angegriffen. Oh, das höre ich aber gar nicht gerne. Schnell zurück. Habe ich da was verpennt? Nein, hier sind die. Da müssen wir uns aber echt beeilen. Hier seht ihr rechts in der Minimap. Die habe ich glatt übersehen. Ich glaube, ich hole mal lieber einen vierten Ork noch dazu, oder? Oh, die machen hier einen ganz fitten Eindruck. Aber wir haben Gold in rauen Mengen. Dann nehme ich hier zwei. Und werfe den hier ab. Weg. Als plötzlich aus dem Nichts mehrere Orks auf sie zustürmten und sie niederstreckten. Diese Heldengruppe hatte ihren letzten Dungeon geplündert. Doch mehr von ihnen würden kommen. So, jetzt sehen wir uns die Orks wieder. Achso, ich wollte noch einen vierten nehmen. Das ist Ork Nummer 4. Den packen wir uns. Und den, und den, und den. Gehen hier hin und machen einen neuen
Versuch. Euer Dungeon ist voller Joghurt. Joghurt? Was sei denn das? Da ist ja überhaupt kein Joghurt. Ach so, ah, das muss eine von diesen lustigen Anspielungen sein, von denen immer die Rede ist. Eine lustige Anspielung. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Marschieren wir mit denen weiter. Mit, wie heißen die Herrschaften? Mit Malak, mit Obgar, mit Zaktor und mit Dikaprok. Oh oh. Lange. Erfahrungspunkte bekommen die auch. Rechts gibt es eine ganze Menge von Zaubern. Die müssten wir allerdings erst frei forschen durch das entsprechende Gebäude, das wir noch nicht bauen können. Soweit sind wir hier bei der Kampagne noch nicht. Die hat ja einen Lerncharakter. Hier werden schrittweise alle Gebäude, die es gibt, freigeschaltet. Was wir machen sollten, hier natürlich vernichten. Der kommt Lichtschein raus aus dem Gebäude. Das heißt, da spawnen Feindeinheiten im Laufe einer Partie. Unser Job zerstört das Dorf der Allianz. Das ist das hier, ganz genau. Mit einem genüsslichen Krachen brach das letzte Haus des Dorfes in sich zusammen. Ha! Hier würden sich keine Helden mehr treffen, um den Dungeon des zerstörungswütigen Bösen heimzusuchen. Im Norden lag das Jagdschloss von König Robert. Hier würde das auf der Lauer liegende Böse endlich seine ersehnte Rache bekommen. Allerdings sah es verdammt gut bewacht aus. Vielleicht sollte es zunächst die Höhle im Westen aufsuchen, die von einem Goblin-Clan bevölkert wurde, und mit diesem verhandeln. Machen wir gerne. Wie sieht's mit dem Gold aus? Sollten wir vielleicht die Schatzkammer noch was größer machen? Derweil gehe ich mal ganz schnell rüber hierhin und mache die Schatzkammer ein bisschen größer. Obwohl die ja schon eigentlich ziemlich fit hier ist, ne? Die arbeiten alle hier. Hier könnten wir auch noch ein bisschen größer machen. Zahltag. So, mit denen gehen wir in die Höhle rein. In einem Goblin-Unterschlupf sind wir und da sind die kleinen Goblins. Laufen wir mal zu denen rüber. Derweil das hier mit der Schatzkammer aber erst noch fertig. Und wieder zurück, Linksklick in die Unterwelt. In den Reiter geklickt, jetzt sind wir hier. Der Anführer der Goblins unterwarf sich mit Freuden dem absoluten Bösen und entsandte zwei Goblins in dessen Dungeon mit einigen Plänen für einen neuen Raum, die Tüftlerhöhle. Dieser Raum wurde so schnell wie möglich errichtet. Oh, klingt gut. Wo sind unsere Goblins? Ein Goblin? Kein Goblin? Eigentlich sollte man mit Linksklick da auf den Bockgoblin kommen, vermutlich. Ach, hier sind die beiden Goblins. Dann gehe ich aber erstmal zurück in die Goblin-Höhle und laufe mit den Herrschaften hier zurück. Falls wir angegriffen werden, sehen wir sonst ganz, ganz alt aus. Da sind wir. Und laufe mit denen jetzt gleich hier hin. Da sind wir automatisch wieder im Dungeon.
Das ultimative Böse hatte es wohl vergessen, aber ein neuer Raum stand ihm zur Verfügung. Nachdem es sich daran erinnerte, errichtete es diesen sofort. Eine Tüftlerhöhle. Ich weiß. Wo könnten wir die errichten? Oh, hier, schaut mal hier. Das ist ja hübsch hier. Hier könnten wir die errichten. Obwohl, das sieht ein bisschen klein aus, aber das ist wenigstens alles schon mal ausgehoben. Ich denke, das mache ich hier. Produktionsräume, oh, Tüftlerhöhle. Bin ich an einem Tag erbaut. Aber wenigstens wurde mal damit angefangen. Die Tüftlerhöhle stand. Doch noch war sie lediglich als Lager zu gebrauchen, denn es fehlte ein Arbeitsgerät für die Goblins des heimtückischen Bösen. Flux erstellte dies noch einen Bauomat in der Tüftlerhöhle. Hier, ein Bauomat. Da arbeiten die Goblins und stellen dann das hier her. Das sind Werkzeugkisten und die brauchen wir wiederum für alles Mögliche. Das ist wie eine Ressource. Ich habe fleischfressende Pinguine auf dem Weg in den Dungeon des ultimativen Bösen gemacht. Sie würden allerdings auf keinen Fall vor dem Ende dieser Geschichte hier eintreffen. Oh, hier sind Helden angekommen. Na, klasse. Wo sind unsere Goblins? Die sind hier im Kampf drin. Das mag ich. Hoffentlich leben die noch. Sie leben noch. Das vergessliche Böse sollte dort alsbald. Ein funkelnder neuer Bauomat zierte die Tüftlerhöhle des expandierfreudigen Bösen. Ein Goblin konnte hier gut arbeiten und Arbeitskisten produzieren. Es würde nun ein paar dieser Kisten benötigen, um eine Falle zu erforschen. Geduldig wartete das launische Böse. Wo laufen die denn hin? Zartok, der Entdecker. Sperrstunde in der Taverne eingeläutet. Ach so, jetzt rennen sie wieder zurück. Naja. Also, zu den Goblins. Ja, die sind ja fleißig am Arbeiten. Und zurück zu dem, was ich erklären wollte. Hier werden Werkzeugkisten produziert von den Goblins. Das ist quasi die Standardeinstellung. Rechts oben, seht ihr das? Hier, Werkzeugkisten, rechts daneben Bierfässer. Das sind die Ressourcen, die wir selbst produzieren, die Waren. Links oben seht ihr außerdem noch Gold. Klar, wie das entsteht, habt ihr mittlerweile mitbekommen. Und hier daneben Mana. Das Gebäude oder besser gesagt der Raum, in dem Mana gewonnen wird, der ist bislang bei der Kampagne noch nicht freigeschaltet worden. Das kommt, ich habe schon mal was vorgespielt, erst in der nächsten Mission. Goldkammer ist immer noch voll, die Schatzkammer. Mehr als zwei Bauomats machen keinen Sinn, denn wir haben ja auch nur zwei Goblins. Frage, können wir das noch beschleunigen? Können wir hier noch... Ja, wir könnten einen Goblin mehr anheuern. Einen weiteren Ork könnten wir anheuern. Und vielleicht die Zahl der Schnodderlinge reduzieren. Teile einfügen. Hm? Ach so. Obwohl, vier Werkzeugkisten, das ist eigentlich okay. Und vier Orks sollten eigentlich auch genügen. Also eigentlich ist das Verhältnis Schnodderlinge Goblins zu Orks. Eigentlich ist das ganz vernünftig. Bierfässer. Wir haben nicht mehr sehr viel Bier. Das ist aber gar nicht gut. Nach einem Kampf sind die immer sehr durstig. Es ist Zahltag. Der hier, der Schnoffer, heißt der Schnodderling, der baut Bier. Hier ist eigentlich auch einer beschäftigt. Ist doch eigentlich alles okay hier. Eine Falle sollen wir erforschen. Das ist die nächste Aufgabe, die wir haben. Dafür gehen wir hier rein. In das Gebäude, wo die... Oder in das Gebäude, sag ich immer, entschuldigt bitte. In den Raum, wo die Goblins schuften. Und können jetzt hier neue Fallen erforschen. Und eine explodierende Schatztruhe erforschen wir. Kostet einmalig die Erforschung 500 Gold und eine Werkzeugkiste. 7 haben wir. Können wir also machen. Ja.
sehr, sehr schön. Und während wir hier im Thronsaal hocken, als Schattengestalt auf unserem Holzthron wird das ultimative Böse, ihr und ich und die Stollerlinge kommen, um uns anzubeten, weil sie von Orks, die sich augenscheinlich langweilen, verdroschen werden. Derweil machen wir eine kleine Pause, sammeln Gold hier ohne Ende, wenn wir gleich alles investieren, werden Fallen erstellen, werden dann mit diesen Fallen wiederum Helden abschrecken, die reinkommen in unseren Dungeon, werden sie verletzen, werden sie womöglich töten, werden dann raufklettern mit unseren Orks ins Freie und werden mal diesem König Robert in seinem Jagdschlösschen beim Lustwandeln einen Besuch abstatten und ihn fragen, ob wir ihn nicht auf einen Spaziergang begleiten dürfen. Ins Totenreich. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Und bleibt bitte, bitte, bitte schön böse.